Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Horizon Burning Shores im DLC. Wir haben das Observatorium durchgekämpft und sind jetzt oben am Berg angekommen. Hier müssen wir zu einer Antenne, zu einem Baumwerk, aber hier sind Maschinen, die wir erstmal ausschalten müssen. Und damit geht es heute weiter hier im Let's Play von Horizon. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank an alle, die gestern einen Daumen nach oben dagelassen haben. Auch wenn gestern halt eher so, ja, so ein Infovideo fast schon war, was wir hier alles an Informationen über Londra und sowas bekommen haben. Dann mussten wir seinen Code knacken. Das war schon interessant. So, und jetzt geht es hier weiter gegen die Maschinen im Kampf. Ich muss ein bisschen warten mit dem Video. Ich darf in den ersten paar Sekunden ja nicht keine Gewaltszenen zeigen hier auf YouTube. Deswegen darf ich nicht gleich sofort mit dem Kampf starten. Sonst wird das Video von YouTube schlecht behandelt. Also, jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Mal gucken, was wir hier noch erleben beim Observatorium. Es ist auf jeden Fall ein Flieger. Mindestens drei. Das sind aber also andere Dinger hier. Sind das auch diese Wasserflügler? Das sind Himmelsgleiter. Alles? Himmelsgleiter? Marschiert einfach schon in meine Richtung. Ist aber noch nicht aggro. Eher noch so halb aggro. So alarmiert halt. Ja, kommen noch ein Stück näher. Vor allen Dingen halb... Halb tot, ey. Und einer weg. Guck mal, den haben wir schön separiert. Schön separiert von der Herde. Jetzt sind es immer noch drei. Uiuiui. Aber schnell ausgeschaltet. So ein schneller Schlag, der hat ordentlich Damage gemacht bei dem. Ja, braves Tier. Schön gelandet. Ist kein Tier, ist Maschine. Das geht auch schon wieder ab. Ich gebe die Deckung. Mhm. Wehe, du scannst hier durch den Busch. Kann den... Hä? Kann der nicht? Kann sie doch. Du bist doch ein Scheiß-Typ. Ja, genau. Wieso kann die da einfach durch... Aber die ist schön am Frost... Dachtest du, ne? Hä? Das war doch hier die Schwachstelle. Der bleibt der Schrei im Hals stecken. Nimm noch eine Pflanze mit. Hui, von da hinten? Die sind aber ganz cool, die Gegner. Die sind besser als die anderen Flieger. Nee, ich glaube, einer fliegt da noch. Da sind sogar noch ein paar mehr. Aber das ist gerade sehr erfolgreich. Kommen gut zurecht gegen die. Halten nicht so viel aus. Kann so richtig schön umballern. Okay. Krass. Was hier alles noch rumsteht. Müssen wir die noch ausschalten da drüben? Ich mach's einfach. Einfach weil die da sind. Das sind doch auch die, ne? Nee, das sind Grauhabichte. Feuergrauhabicht. Schwach gegen Eis und Blitz. Eiswaffen habe ich. Und das da drüben auch Grauhabichte. Ja, die sind wieder anstrengender. Der hier ist noch beschäftigt, den kann ich von hinten einen reinballern. Und der Schlag war sogar tödlich. Tödliche Schleichangriffe sind natürlich die besten, ey. Kann ich den da oben das auch reinballern? Ah, ich müsste wenn mit dem Gleiter hoch, ne? Das kriegt er doch mit. Versuchen wir lieber den da unten nochmal auszuschalten. Der ist nämlich auch genauso beschäftigt wie der andere. Einer patrouilliert, der immer rumfliegt.
Einer hält die Aussicht und der hier ist noch am Buddeln. Guckt hier leider gerade in die Richtung. Aber hier aus dem Winkel müsste es klappen. Müsste ich, glaube ich, auch wegmeucheln können mit einem Todesangriff. Okay, sind das nur noch die... Und? Als Aufgabe muss ich die ausschalten? Ja, ne? Erledige die Maschinen. Ja, ja. Natürlich scheiße, dass der da... Wo ist denn jetzt der oben rumgesessen ist? Der sitzt immer noch da, aber hinter der Wand. Oder? Einer ist jetzt da unten. Nice. Das ist der oben gesessen hat. Der ist jetzt am Buddeln. Oder er frisst seinen Kollegen auf. Perfekt, aber. Da kommen noch mehr. Okay, jetzt sind da. Der ist neu, oder was? Okay, jetzt haben sie mich gesehen. Weiter kämpfen die gegeneinander? Das ist nicht mein Vogel. Das ist doch kein Grauhabicht, der hier. Das sind Sonnenflügel. Schöner Hit. Kommt aber jetzt wieder mit hoch. Alter, schmeiß hier mit Meteoren. Dass die Sonnenhabichte jetzt hier noch gekommen sind. Ich meine, gut, dass die ja noch ein bisschen gegeneinander kämpfen. So kannst du nicht weitermachen, Meldon. Ah, was du nicht sagst. Alter! Guck mal, wie die alle auf dem Haufen sind. Hör auf zu fliegen! Echt nichts Geiles gegen die dabei. Oh, ich brenne. Sind sie gerade wieder alle nur auf mich fokussiert? Jetzt kommt der hier noch angeballert, Mann. Hey, ich habe die anderen so gut im Schleichangriff weggemacht und dann... Fliegen die hier auf einmal so eine Patrouille rum und kommen hier angeschissen? Was soll denn das? Gib mal hier so eine... Ich habe doch so eine Wasserfallen. Das ist eine Schockfalle. Hier, Wasser. Aber wie kriegst du so Flugviecher da reingelockt? Wenn die halt nicht mehr runterkommen jetzt. Okay, die Falle ist hochgegangen. Aber eher durch mich. Oh, ich glaube, den hat es zerlegt damit. Einer weniger. Schön festgekettet hier. Jawohl. Ich glaube, das hat den auch zerlegt gerade. Ihre Seilangriffe sind so hilfreich teilweise. Gut, dass ich nicht alleine kämpfen muss. Komm, der hat doch kein Leben mehr. Ja, ich hatte immer noch das Plasma an mir, was immer noch Schaden gemacht hat. Einer weniger. Ich glaube, das waren alle. Ja, das gegen war die. Wohl der letzte. Gegen die war es jetzt nicht wirklich schön. Hoffentlich hat das Ding Antworten.
Wenn die Grauhabichte und das alles alleine gewesen wären, wäre so entspannt durchgekommen. Dann kommt ja aber sowas raus. Solche Gegner. Muss man nicht meine Tasche kurz wieder voll machen. So, komm, eine nehme ich noch mit. Oder ist der Beutel jetzt aufgefüllt? Okay, wir können jetzt hier ins Array reingehen. Gott, dass hier aber so viele schöne Pflanzen rumstehen, ey. Was ist das denn für eine Tür? Oder? Anscheinend war das ein Teil eines Senders. Okay, Londra. Wo versteckst du dich? Hab ich dich. Die Daten gingen zu einem Ort im Westen. Was für Daten? Noch weiter nach Westen? Was für Daten? Keine Ahnung. Ich muss wissen, was los ist. Über Umlaufbahnen vielleicht oder irgendwas. Ich bin ja da. Was hat sich in dem Hologramm abgespielt? Und warum genau ist Londra hergekommen? Und was macht er mit meinen Leuten? Er hat sie benutzt, um hier alte Daten zu finden. Es hat teilweise mit etwas namens MOP zu tun, keine Ahnung, was das ist, doch der Rest. Ich glaube, er versucht, ein Schiff zu bauen, mit dem er weg von dieser Welt kommt. Zu den Sternen. Weg von hier? Warum sollte das jemand wollen? Du verschweigst mir irgendetwas. Oh, du bist wie eine Wahrsagerin, voller Geheimnisse. Ach ja? Und was ist mit dir? Wie du auf das Wandbild reagiert hast, in der Ruine? Erklärst du mir das? Schön. Wir werden wohl beide erstmal schweigen. Okay, hör zu. Wichtig ist, dass wir wissen, wohin Londra gegangen ist. Dorthin hat er wohl deine Leute mitgenommen. Und deine Schwester. Ja, natürlich. Ich sollte dem Admiral Bericht erstatten, bevor wir weitermachen. Ich nehme dafür das Boot, das wir gesehen haben. Okay, ich treffe dich später dort. Das Wandbild war von ihrer Schwester, oder? Ich glaube, das Wandbild war von ihrer Schwester, deswegen hat sie da so reagiert. Und dass Londra jetzt hier weg will von diesem Planeten, wenn Nemesis auf dem Weg ist. Sie war wirklich aufgewühlt. Ja, von Nemesis erzählen, das kann ich ihr nicht antun. Nicht jetzt. Nicht, wenn sie sich Sorgen wegen ihrer Schwester macht. Naja. Es ist zu belastend. Oder? Fürs Erste sollte ich meine Vorräte auffüllen. Ich kann Seika treffen, wenn es Zeit ist, Londras Spur aufzunehmen. Ja, aber irgendwann musst du es den Leuten auch erzählen hier. Irgendwann sollte sich der ganze Planet dann nämlich gebündelt gegen Nemesis stellen können. Und da brauchen alle erstmal die Information darüber. So, jetzt sind wir also hier oben beim Observatorium. Haben wir hier auch keinen irgendwie coolen Aussichtspunkt oder so? Hier vorne vielleicht beim Gebäude? Da ist unser Board. Das ist die Jolle, mit der sie jetzt zurückfahren wird. Und der Treffpunkt ist dann auch wieder da. Bisher gab es noch nichts Wirkliches zum Angucken, dass ich mir oder sich lohnt, dass ich jetzt hier noch irgendwie ein bisschen rumgehe. Keine Fragezeichen sind hier zu sehen. Sonst hat man ja immer noch so Fragezeichen und weiß dann so, ja, das sind so Orte, da gehe ich nochmal gucken und sowas. Hier bisher nichts. Ein bisschen schade. Da sieht man die ja auch von Weitem schon. Hier bei der
beim Observatorium hätte man das doch locker machen können. Oder sie haben sich gesagt so, hey, die Leute meckern immer über Fragezeichen auf der Karte. Wir machen jetzt hier den DLC und halten das dann ein bisschen weniger oder sowas. Kann ja auch sein. Wie hat es nichts ausgemacht? Man kann ja auch nicht, ne? Wir sind ja da rausgekommen. Dass man hier noch irgendwie rauf kann aufs Dach oder sowas, von da oben die Aussicht genießen oder so. Weil es gab hier mal so einen Aussichtspunkt bei dieser, beim Observatorium. Ich glaube, das ist diese Treppe hier. Genau. Und von da konnte man dann hinter dieser Kuppel dann auch noch rumgehen, auf diesem Weg, und dann die ganze Stadt von oben sehen. Das sind echt coole Bilder. Von hier zum Beispiel. Sieht schon nice aus. Aber ich glaube, wir können hier abhauen. Außer also hier unten wäre noch was. Vielleicht da. Das habe ich eben von hinten gesehen. Da könnten wir sonst mal hinschauen. Es sah so aus, als wäre da unten ein wichtiger Platz. Vielleicht ist da auch nur so ein, na, so ein Lager von einer Maschine oder so. So, wo ist denn unten mein Reittier? Da. Er ist immer in der Nähe. Immer da, wo ich ihn brauche. Genau, hier unten rechts, da wo der Wasserfall ist, da unten ist so eine Fläche. Die sieht nochmal interessant aus. Kriege ich das Leuchtfeuer hier mitgenommen, wenn ich hier so fliege? Oder muss ich dafür landen? So, wir haben es entdeckt. Strecken wir die Flügel aus. Nicht die Fühler, sondern die Flügel. Hier, was ist das hier für eine Fläche? Gibt's da was? Schlangenzahnareal. Oh ja, die wickeln... Ja, okay, ich sehe dich schon. Nee. Die wickeln sich ja immer gerne um solche Pfeiler rum. Kann die ich Schlanze sicher brauchen. Wie ich recht hatte, es war nur ein Areal für eine Maschine. Aber da ich ja alles ausrüstungstechnisch gut aufgestellt bin, muss ich jetzt nicht die Dinger fahren. Da haben wir eine Maschinenherde. Aber es ist auch echt schön, einfach mal so rumzufliegen und die ganzen Sachen hier anzugucken. Wühlhörner-Dingens hier. Es ist so wunderschön gemacht, ey. Was ist das denn hier? Hier ist irgendein Symbol. Was ist das? Elementkapsel. Bringe Elementkapsel an dein... Nee, das ist nicht der Text, der hierfür... Das? Aber das ist nur was zum Looten. Kann man das aufmachen? Oder stand da gerade, ich soll Elementkapsel an meinem Speer anbringen, dass ich das hier wegbekomme? Mich nicht. Ein Frachtbehälter, den kann man dann wahrscheinlich aufsprengen mit den Dingern, ne? Na gut, wenn hier nichts in der Nähe ist. Hier auch nur das Dingsbereich, da Schlangenzahnareal. Wahrscheinlich, falls man noch irgendwelche Ressourcen braucht, dass man hier die passenden Monster und Maschinen hat, die man dann jagen kann. Mal gucken, wo uns die Quests noch geschichtlich hinführen. Bisher sind wir da immer von Insel zu Insel gekommen. Also gehen wir hier zu dem zu dem Lagerfeuer.
So. Bisher auch wenig Nebenaufgaben, also hier Ausrufezeichen. Das von Theoa, das hatten wir ja gemacht. Bisher war noch keine neue aufgetaucht. In der Welt haben wir auch keine gefunden bisher. Und hier im Dorf ist halt auch keine mehr. Ich würde das mit Theoa auf jeden Fall gerne auch nochmal weitermachen, da das Lager der Fokus zu suchen und sowas. Hey, lang nicht gesehen, Saika. Wir sind wieder da, Saika. Oh, na, toll. Ist alles in Ordnung? Ich habe dem Admiral Bericht erstattet. Offenbar will mich ein Teil der Besatzung degradieren und verstoßen. Tut mir echt leid, Saika. Das muss schwer für dich sein. Ist doch egal. Wohin gehen wir als nächstes? Tja, wir wissen, wo Laundra die Daten von der Firma hingeschickt hat. Irgendwo auf dem Festland nördlich vom Treffpunkt. Dorthin können wir fliegen. Ja, was das angeht, lass uns diesmal meine Jolle nehmen. Kein Fan vom Fliegen, was? Marinesoldaten, ist das Wasser immer lieber als der Himmel. Also gut, wir nehmen deine Jolle. Sollen wir denn los? Fliegen geht doch viel schneller, ey. Okay, dann los. Ja, los geht's. Folge mir. Das Ding aufgetankt. Schön und einfach. Und im Gegensatz zum Fliegen stirbt man nicht, wenn man runterfällt. Es kommt ganz drauf an, wo man runterfällt. Wenn du mit dem Ding zu einem Wasserfall fährst, ist vielleicht auch scheiße. Offene See voraus und Flottenende verschwindet hinter uns. Es geht Richtung Hollywood Hills. Warum lässt du dir das gefallen? Hm. Ich weiß, wie das ist, wenn man einen ganzen Stamm gegen sich hat. Ich wäre da längst rausgestürmt. Es war nicht immer so. Ich war eine gute Matrosin. Eine gute Schwester. Ich gehörte dazu. Dieses Gefühl ist eine Stärke. Es treibt mich selbst auf rauster See an. So etwas kann man nicht einfach wegwerfen. Verstehe. Deine Leute können echt froh sein, dich zu haben. Also, ich weiß nicht. Ich schon. Da haben wir wieder Capitol Records, eins der bekanntesten Tonstudios der ganzen Welt da, Capitol Records. Die haben richtig geile Echo Chambers da drin. Also, die Koordinaten führen uns offenbar direkt zu dem Horus. Das Ding ist so gruselig. In klaren Nächten kann man es vom Lager sehen, wie es über uns aufragt. Hm. Da oben das, der Horus bei dem Hollywood-Zeichen. Da! An der Küste! Noch mehr unserer Boote! Ja. Dann sind wir hier richtig. Ich bring uns hin! Und guck dir mal diesen Lavafluss an, der da den Berg runterkommt hier, ey. Wie das hier ins Meer läuft, die ganze Lava. Krass. Okay. Okay, die Koordinaten führen irgendwo auf den Hügel. Nach dir. Mhm, bin noch da. So, also das Tonstudio da ist richtig geil mit den Echo Chambers. Die sind richtig, richtig berühmt, diese Echo-Kammern, die sie haben. Heutzutage werden ja Echos, wenn du im Tonstudio bist, viel digital gemacht, dass man irgendwie so Hall-Plugins reinlädt, die dann so einen Raum simulieren und sowas. Aber früher war das ja alles noch nicht so möglich und deswegen haben sie wirklich Kammern gebaut für Hall- und Echo-Aufnahmen. Und Frank Sinatra und sowas, die großen Sänger, haben damals dann halt da aufgenommen. Und die ganzen, dann haben sie damit in den Kammern den Hall gemacht, Mikro reingestellt, Frank Sinatra reingestellt und dann so aufgenommen. Und dann hat der Raum richtig schön gehallt. Und das macht man so mit Reflektoren an den Wänden und sowas und so. Ja, kann man sich dann den Hall vorstellen. Ziemlich cool. Also das ist alles da in berühmten Capitol Records aufgenommen worden. Natürlich wird er heute auch noch aufgenommen. Ich weiß aber nicht, ob die Echo-Kammern heutzutage immer noch so viel benutzt werden wie damals.
als digital halt noch nicht so viel möglich war. Wow, guckt euch das mal an, ey. Man kann richtig fast schon die Wärme spüren, ey. Optisch sieht das auf jeden Fall beeindruckend aus. Okay, wir sind jetzt also hier unbekannt. Hier ist wieder das Chinese Theater gewesen, hier vorne. Unbekannt. Hier, guck mal, da. Das ist mal ein Fragezeichen. Das hätte man nochmal begutachten können, würde ich mal so sagen. Ist da was in der Hütte? Nee. Jetzt kommen wir richtig nah bei den Hollywood-Zeichen. Guck dir das an. Wir sind wohl tatsächlich auf dem Weg zum Metallteufel. Warum sollte Londra seine Daten hierher schicken? Ich weiß nicht. Ist doch seltsam, einen Haufen Quen herzubringen. Ich hoffe nur, wir finden sie. Hm. Ist da unten eine Leiter? Da unten ist eine Leiter. Da sind Marschier. Vorsichtig, nicht hier abrutschen. Ich wollte nur runter gucken, nicht runterfallen. Das sind wieder Affen. Da eine Leiter. Und da war früher mal so irgendwie ein Anwesen oder sowas. Meine Leute waren eindeutig hier. Mhm. Sie scheinen noch weiter hochgegangen zu sein. Ja. Die Koordinaten führen auch da. Dahin. Auf dem Arm des Metallteufels. Londra war definitiv hier. Was macht das Ding? Keine Ahnung. Hier haben wir auf jeden Fall auch viele Lagerfeuer. Das ist schon mal gut. Da sind aber noch andere Maschinen. Ne? Ich wollte hier eigentlich noch mal mehr in diese Richtung laufen. Irgendwas hat er mit den Horus vor. Will er den aktivieren? Guckt euch mal dieses Kabel an hier. Das ist doch neu. Da. Der pumpt der Energie in den Horus. Lädt er den auf? Und gibt den dann Daten? Guckt ihr an, das pumpt auch noch irgendwas hoch. Vielleicht ist das eine Treibstoffpumpe für die Dinger oder Energie halt. Hollywood. Einst wurde es Land der Träume genannt. Mhm. Der Traum ist wohl vorbei. Ja, erstmal. Welcome to Hollywood. Oh, was ist denn? Das ist ein Sinus-Schutzschild. Noch ein Lagerfeuer. Die muss von Londra sein. Mhm. Sieht nicht so aus, als kämen wir da vorbei. Aber auf der anderen Seite ist eine Art Gerät. Ich glaube, ich kann scannen. Das da? Okay. Mal sehen, was auf dem Ding ist. Sieht aus, als wäre da noch was weiter drin. Eine Art Anlage. Londra könnte dort drin sein. Deine vermissten Leute auch. Ich sehe keinen Weg durch die Barriere. Da. Das ist eine Art Stromgenerator. Angeschlossen an den Arm des Horus. Londra hat einen Teil davon wieder zum Laufen gebracht. Ein Metallteufel kann doch nicht wirklich aufwachen, oder? Ach, keine Ahnung. Aber zumindest im Moment versorgt Londra so die Barriere mit Energie. Wenn wir also die Generatoren abschalten können, müsste die Barriere fallen. Ein Versuch ist es jedenfalls wert. Sieht aus, als wären zwei davon in der Nähe. Na, dann los. Okay. Ja, jetzt müssen wir zu den Barrieren. Wir müssen zu dieser Zenith-Technologie unten am Hügel. Jetzt kennen wir wohl deren Zweck. Die Dinger, mhm. Energieregeneratoren. Neue Verkabelungen. Ziemlich viele Frösche. Das kann ja heiter werden. Okay, Leute, ich würde sagen, ich werde hier oben dann nochmal die Chance nutzen. Und eins von den Speicherpunkten benutzen. Da kann man sich runtergleiten lassen. Das geht aber dann ganz runter, oder? So ein Absprungpunkt nach ganz da unten. Okay, aber wir müssen ziemlich viele Maschinen ausschalten, die da unten noch rumstehen. Oh, hier ist das. Hier ist, ja, geil. Brimglanz. Dankeschön. Nehme ich das da? Ich nehme das da. Kann man sich hier vor dem
wunderschönen Hollywood-Zeichen nochmal ein wenig ausruhen. In die Richtung müssen wir doch später bestimmt auch noch. Sieht kleiner aus als in meiner Erinnerung. Also ich kenne es aber nur aus Film und Fernsehen. Ich war noch nie da. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge etwas gefallen. Wir machen in der nächsten Episode weiter und dann gucken wir mal, dass wir diese Barriere da wegbekommen und die anderen Maschinenteile da unten ausschalten. Also, bis zur nächsten Episode von Horizon. Danke fürs Einschalten und danke für den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao, ciao.